Dringende Eilmeldung. Ich habe gerade einen Anruf gekriegt von meiner Frau. Schatz, das Klopapier ist alle. Lennox, wir haben einen Einsatz. Wir müssen los. Ja, wer hätte das eines Tages mal gedacht, dass ich so weit komme, ein Hauptschüler, ne, auf seinem Boot und dann noch mit Klopapier. Puh. Das ist ein ganz hartes Asset momentan und das wollen die Leute natürlich. Ich glaube einfach, das ist das Problem, wenn du eine Packung Klopapier von der Palette runternimmst, da sind noch 32 Stück, glaube ich, drauf. Ich weiß gar nicht, wie viel gehen da drauf. Das fällt halt enorm auf, wenn die Leute viel einkaufen gehen. Die Bundesregierung hat gesagt, man soll sich eindecken. Und wir kommen mit zwei Packungen, ich glaube mal gerade eine Woche hin, weil wir haben mehr Familienhaushalt, mehr Generationenhaushalt und da ist das schnell mal weg. Und von daher halte ich das für einen Mythos und wir brechen jetzt nicht in Panik aus oder sonst irgendwas, aber wir machen uns schon Sorgen. Wir machen uns hauptsächlich Sorgen um die älteren Leute, um die Leute, die krank sind und um uns hinzu. Wir meiden halt Kontakte. Anfangs haben wir das Ganze ganz ehrlich unterschätzt, weil auch Virologen und sowas gesagt haben, das wäre ja nicht schlimmer wie eine normale Grippe. Und da hat man vielleicht auch seinen Witz drüber gemacht, aber mittlerweile ist das eigentlich im Prinzip gar nicht mehr lustig, weil das Ganze solche Ausmaße annimmt, dass das Schlimmste, was es gibt, gefährdet ist, und zwar Leben. Und dann natürlich auch noch Existenzen, die hier gewaltig auf dem Spiel stehen. Denn die Leute gehen in Kurzarbeit. Das Geld ist eh schon so knapp, dass, also wenn man da irgendwo in einem Restaurant arbeitet und 1300 Euro verdient, dann kann man sich wahrscheinlich schon glücklich schätzen. Und wenn man dann nur noch 60% davon bekommt, ich weiß nicht genau, wie viel das ist, ne? Aber wenn man dann nur 60% davon bekommt, was ist denn das? Da kannst du ja nicht mal die Miete oder irgendwas bezahlen. Da bleibt doch nichts bei über. Da ist doch keine, kann mir doch keiner erzählen, dass da irgendwie Geld bei über ist. Da kannst du besser Hartz IV anmelden oder sonst irgendwas oder Arbeitslosenmittel nicht melden, weil sonst ist es halt tatsächlich so, dass das Geld ja gar nicht reicht zum Leben. Wie willst du das denn machen? Wie sollst du das denn hinkriegen? Das geht doch gar nicht. Und deshalb ist es in meinen Augen ganz schön, ja, wir sind ganz schön weit unten eigentlich. Ich weiß nicht, ob das schon alle so realisiert haben. Wer kann sich das denn leisten, einen Monat lang seinen Laden zuzumachen oder sonst was? Ja, vielleicht im Januar oder so, ne? Aber jetzt die Eisdielen, die Friseure jetzt auch. Und wie soll das denn alles funktionieren? Ja, das ist da gibt es super Hilfspakete von der Regierung. Dann kriegt man als Solo-Selbstständiger, ich glaube, das sind keine 3.000, 4.000 Euro für 3 Monate. Was ist denn das? Das ist nichts. Und das musst du hinterher noch versteuern. Und der Rest von der angeblichen Finanzbazooka, die mit dem Helikopter ankommt, ne? Der Rest von der ganzen Kohle, was ist denn damit? Das kann man sich als Kredit holen und muss es dann zurückzahlen. Super. Wer eh schon in Schieflage ist und gar nicht weiß, wie das in Zukunft weitergehen soll, der holt sich denn dann noch einen Kredit? Also ich finde, diese ganze Sache wird da irgendwie falsch angegangen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich es besser machen könnte oder so, ne? Also gar keine Frage. Aber ich glaube, das zieht noch ganz schöne Kreise nach sich. Die ganzen Zulieferfirmen für VW und so weiter, die haben natürlich extreme Probleme. VW selbst hat Probleme. Wer kauft denn das nächste halbe Jahr noch ein neues Auto? Die ganzen Autohäuser. Wer kauft denn noch ein Auto jetzt? Reparaturen werden rausgeschoben. Also alles, was jetzt nicht gerade muss, wird doch wahrscheinlich auch gar nicht repariert. Ihr müsst mir eben Gefallen tun. Ihr müsst ein bisschen Auge mit auf mein Klopapier halten. Ich bin jetzt hier gerade ein paar Meter weg von meinem Boot und bin, glaube ich, der einzige rauchende YouTuber noch. Ne? Ich wollte schon immer aufhören, habe schon öfter aufgehört, das nie geschafft. Und ja, ich sehe es auf jeden Fall als sehr problematisch an, was jetzt in Zukunft, wie das weitergehen soll. Wie soll das denn funktionieren? Wenn man jetzt Geld in den Markt reinpumpt, was passiert dann? Das Geld wird weniger wert. Dann sind morgen 50 Euro noch 25 wert. Und ich meine, gut, wir haben sowieso eine schleichende Inflation von 2% im Jahr. Aber wenn das jetzt auf einmal 50% sind, die eingezahlten Renten, die ganzen Riester-Renten und was, das funktioniert doch alles gar nicht mehr. Da kommt doch kein Schwein mit klar. Wenn man Angestellte hat, man muss, oder man hat irgendwo einen Platz gemietet, ein Restaurant gemietet, dann muss man das ja trotzdem weiter bezahlen.
Und klar kann man jetzt sagen, wir bezahlen diesen Monat nicht, nächsten Monat nicht. Dann ist es aber nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben, weil das Geld wird ja trotzdem noch fällig. Das heißt, man muss die Bude jetzt kündigen, gucken, dass man da jetzt rauskommt, weil man diese Immobilie auch gar nicht nutzen kann. Man hat da nichts davon. Die Kosten laufen weiter. Das wird ja nicht besser. Also von daher weiß ich persönlich nicht, wie das weitergehen soll. Das Wichtigste auf jeden Fall ist, dass wir gesund bleiben, dass die Alten vor allen Dingen gesund bleiben, und denn denen haben wir auch ganz viel zu verdanken, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Die haben ganz viel schon für dieses Land getan. Und von daher kann man die auch nicht hängen lassen. Das wäre ungerecht, das wäre asozial, das wäre, ja. So, wir haben jetzt 2 Monate Shutdown, sagen wir mal, wir haben 2 Monate zu. So, was hat noch auf die Lebensmittelhändler? Man muss aber auch erwähnen, dass es nicht nur die Supermärkte sind, die offen haben, sondern auch der Metzger zum Beispiel, der Bäcker hat offen. Das wird in den Nachrichten immer ganz gerne vergessen, denn die, das ist der Mittelstand, das sind die, die die Steuern bezahlen. Die großen Firmen, so wie VW und Konsorten, die zahlen hier keine Steuern. Das macht der Mittelstand und der kleine Mann, der muss alles finanzieren. Und von daher finde ich das ganz wichtig, dass man seine Local Dealer auch supportet. Bei Amazon ist es so, in Frankreich und in Italien, dass da nur noch Lebensmittel ausgeliefert werden, also keine anderen Produkte mehr. Also Kosmetikartikel, ja, Lebensmittel und halt so Healthcare oder wie nennt man das, Produkte, die werden dann noch ausgeliefert, aber der Rest, auf den Rest wird momentan verzichtet. Und das ist auch eigentlich auch nur fair, weil der Einzelhandel selber kann ja auch nicht verkaufen. Die haben den ganzen Kram im Laden stehen, können es nicht verkaufen, haben die Kosten, die weiterlaufen, und von daher ist es eigentlich auch nur fair. Für mich persönlich bin ich aktuell froh, dass es noch weiterläuft. Ich denke aber mal, dass es nächsten Monat nicht weiterläuft. Ist ja auch soweit okay. Wichtig ist halt, dass der ganze Scheiß eingedämmt wird, dass wir keinen von denen verlieren, die uns lieb sind auf jeden Fall. Und wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, dann gibt man auch weniger aus. Das heißt, die ganze Wirtschaft kommt ja irgendwie in Schieflage. Und was ich halt nicht verstehe dabei, vorher wurde uns dazu geraten, für x Tage einzukaufen. Und jetzt sagt man halt nur das, was du jetzt brauchst. Aber ich finde ja, umso öfter du in so einen Supermarkt rein musst, umso öfter hast du ja auch die Möglichkeit, dich anzustecken oder dieses Virus weiterzutragen. Und von daher verstehe ich da den Sinn nicht ganz. Dass man das vielleicht nicht umstellt auf Lieferdienste, dass man sagt, Supermärkte zu, ihr könnt das online bestellen, das wird vor die Haustür gestellt, per PayPal abgebucht, ihr braucht nicht unterschreiben, fertig. Das wäre doch mal so sinnvoll. Und ja, wie soll das weitergehen? Wo ich auch gespannt bin, gibt es hinterher mehr Scheidungen, weil die sich alle auf Pelle hocken und einen Kollaps kriegen? Oder gibt es mehr Babys? Also Erotik soll ja die Widerstandsfähigkeit des Körpers erhöhen. Ne? Und von daher hoffe ich mal, dass alle gut zu tun haben zu Hause und sich da jetzt nicht langweilen. Ne? Weil sonst habt ihr das nachher auch, den Scheiß. Also ich habe das Gefühl, das ist ein riesengroßer Rattenschwanz, der sich da jetzt hinterherzieht, der sich da aufbaut. Ich meine, klar, wir können da erstmal nichts dran machen. Und das führt halt dazu, dass Reiche noch reicher werden und Arme noch ärmer. Also ich denke mal, dass dieser Grad zwischen Arm und Reich sich auf jeden Fall eindeutig verstärken wird. Dass einige ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Da habe ich auch persönlich Angst vor, dass wir unser Haus nicht weiter abzahlen können. Dann habe ich natürlich Angst, dass jemand krank wird. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Dass wir unsere Arbeit alle verlieren. Oder beziehungsweise, dass nur noch begrenzt möglich ist. Und so mache ich mir meine Gedanken, wie das in Zukunft weiterläuft. Wie was noch funktionieren soll und was da auf jeden Fall auf uns zukommt. Mich würde auf jeden Fall deine Meinung freuen. Unter dem Video einmal reinschreiben, was du darüber denkst. Und übrigens, ich weiß, die Mädels, die werden jetzt lange stehen, wenn sie das hier sehen.
Aber ich bin verheiratet, glücklich verheiratet, deswegen muss ich sagen, tut mir leid. Und das hier ist eh was für ein Arsch. Macht's gut. Bleibt sauber, gesund, ordentlich und anständig. Ciao.